Leute, euer Re hier. Herzlich willkommen zu Replays Resammelt. Ich hole jetzt den Murat ab. Wir gehen heute auf einen Flohmarkt. Da sind zwar schon noch ein paar andere, aber keine nennenswerten so wirklich. Und die Folge heute kommt vielleicht etwas später als gewohnt, denn nach dem Flohmarkt werde ich mit meiner Freundin, wir gehen ins Tierheim und gehen ein bisschen Gassi mit so ein paar Hunden, so, das machen wir manchmal. Und vorher treffe ich mich aber mit Patrick und da gibt es einen kleinen Tausch. Ich werde ihm die Pagan Min Figur geben vom Charles und was ich dafür bekomme, seht ihr dann. Auf jeden Fall ein cooler Tausch und ja, fahren wir jetzt zum Flohmarkt und schauen, was geht. Bis gleich. Der ist auch schon offen. Ah, hau ab, Alter. Ja, muss man Platz schaffen jetzt nicht. Das geht doch, Mann. Was ist los? Oh, muss ich bald auf dem Dach einsteigen bei dir. Peace, Mann. Du bist ein Quatschkopf, Alter, ich schwör's dir, Mann. Halb, 6. Macht so nah auf, ne? Du musst alles abscannen, Mann. Soll ich machen? Boah, flieg rum, Alter. Steve. Und dann ist nur neu verpackt. Musst du wissen. Und hat nichts. Und das ist wichtig. Ja, aber ich muss ja auch meine Spritkosten und alles berechnen. Ja, interessiert mich in der Letzte. Was? Du meinst meine Spritkosten? Ich meine seine Spritkosten, ich muss ihm noch Geld geben. Ja, Gott, ja, ich muss Stammmiete zahlen. Ach, haben Sie doch bitte ein Herz. Wegen 50 Cent jetzt bitte. Ja, also gut, machen wir 4. Bitte schön. Ja, 4. Und ich lüge nicht, das ist mein Engel. Ich lüge doch auch nicht. 4 für was? Für den. Den oberen Witz nicht, das kannst du um für 3 das oben. Nein, den mag ich nicht. Warum nicht? Junge, was für ein Kampf. Ich hab keine Playstation. Josen, Leute, back vom ersten Flohmarkt und wie ihr schon gesehen habt, bis auf sein Hardcore-Verhandlungsgespräch für das Gamecube-Spiel, habe ich jetzt für die Sachen, die ich gefunden habe, das ging alles so schnell und das war jetzt auch nichts so überkrasses. Es gab auch wenig Verhandlungen. Aber ich fange einfach mal an. Das Beste kommt zum Schluss. Eine Sonic DVD für 50 Cent von 1 Euro runtergehandelt. Dark Watch für die PS2. Ich glaube, das hatte ich früher. Das ist auf jeden Fall ein Ego-Shooter. In einem elterlicheren, altertümlicher Zeit, so auf die Art. So. Aber ich glaube, das hatte ich mal. Ich kann mich erinnern, es war echt gut. Also, wie gesagt, 2 Euro habe ich dafür bezahlt. Dann ein Xbox-Controller für die Classic. In gutem Zustand für 2 Euro. Die Miraculix-Figur. Und das Pinobi. Das ist, ich kenne das Spiel, ich habe nur eben ein paar Screenshots gesehen. Scheint ein cooler Side-Scroller zu sein. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gab es zusammen für 5. Dann 2 Herr der Ringe-Figuren. Und da ist auch zufällig meine Lieblingsfigur dabei. So, aber erstmal, die gab es zusammen für 3 Euro. Und zwar sind das die aus Metall. Die waren früher in diesem Abo dabei mit dem Heft. War das, glaube ich. Einmal der Ringgeist. Und einmal mein Lieblings-Herr der Ringe-Charakter. Gandalf. Aber dazu später mehr. Ja, im Gewinnspiel.
Und warum Gandalf? Ganz einfach. Stell dir mal vor, ihr wärt mit dem Jungen unterwegs. Also wenn ihr ein Herr der Ringe wärt, dann würde ich am liebsten mit Gandalf unterwegs sein. Gandalf, ein Ork. Ja? Oder Gandalf, ich hab Hunger. Ene mene, Knustenbrot, du stirbst nicht vom Hungertod. Hex, Hex. Ja, also Gandalf ist the man, ja. Der ist Endboss-Level. Gandalf all the way. So, und zu guter Letzt, für 5 Euro konnte ich jetzt auch nicht handeln. Aber egal, für ein NES-Spiel, was ich noch nicht hab, kenne ich leider auch nicht, aber sieht aus wie ein cooler Shooter. Ich hoffe, es ist ein Shooter. Alpha Mission. Und ich bin sehr überrascht über den Zustand, denn da, wo das lag, es lag bei einer Frau, die daneben war, so ein Klon, so ein NES-Klon. Mhm. Und aber alles zerranzt und zerflattert und ach, egal. Ja, also das waren meine Funde. Und der Murat hier hat was Cooles gefunden, auf jeden Fall. Der Gier hat nichts gefunden, obwohl er vor uns da war, der Schlingel. Der Herr, was hast du gefunden? Mach du machst es spannender. Ja, okay, komm. Also, ich habe sie entdeckt, aber ich habe sie ihm überlassen, denn der Preis war zwar gut, aber dafür, dass ich sie schon habe und sie eventuell nur als Tauschware gibt. Aber das Ding ist, die Leute wollen auch nicht handeln, ne? Ne, heute wollten eigentlich niemand handeln. Also, wir haben hier eine N64 gefunden mit 3 Controller, 2 dunkle und 1 grauen. Aber man muss sagen, es ist wirklich in sehr, sehr schönem Zustand. Da ist ein Expansion Pack drin, ist aber ein No-Name, aber egal, immerhin. Ja. Und der Herr wollte 35 Euro. Er hat es auf eBay für 40 gesehen. Und das wäre ein guter Preis. Ist es ja auch an für sich, ist es für den Zustand 35 Euro, ist wirklich in Ordnung so. Aber der wollte halt überhaupt nicht handeln und ja. Ja. Naja. So, wir fahren jetzt doch noch auf einen Flohmarkt. Leute, bis gleich. Bisschen tote Hose Flohmarkt. Ja, ne? Aber klar. Ist immer scheiße. So, back von Flohmarkt 2, wieder keine großartig krassen Verhandlungsgespräche, also nichts Wildes. Vom letzten Flohmarkt habt ihr noch gesehen, aber vorhin vergessen zu zeigen, der Murat hat sich ein Sealed Madden 2005 für die GameCube für 4 Euro. Oder? Und ich habe mich entschieden, das dir zu geben, weil ich sammle sowas nicht. Nee. Ja, doch. Ich sammle ja nur für die SNES, weißt du doch? Nein. Ja, was ist jetzt los, Alter? Danke, Mann. Jo, so cool. Ein sealed Hüllenspender. Nee. So, hier habe ich einen sehr netten irakischen Verkäufer gefunden, kennengelernt, der extrem Angst hatte vor der Polizei. Aber weil er uns auch gesagt hat, in seiner Heimat hat er nicht so gute Erfahrungen mit den Kollegen. Es ging nämlich, ich habe nämlich ein paar DVDs und dieses Spiel gefunden und er hat dieses 18 hat ihn abgeschreckt. Er dachte, es wäre ein 18er Spiel, weil da steht 18 drauf und er hat es auf sofort weg und hat gemeint, nee, er will keine Probleme. Ich glaube, er hat auch gedacht, dass wir wir sind Bullen oder so. Aber wie gesagt, er war sehr, sehr nett und so. Und wir haben ihm dann auch gezeigt, so, hey, pass auf, das Spiel heißt so 18. Und dann hat er gemeint, okay, alles klar, gut. Aber er wollte es echt erst nicht verkaufen. Also, das sind insgesamt 5 Artikel. Ich habe 8 Euro bezahlt. Wie gesagt, einmal 18 Wheeler. Dann Cowboy Bebop. Ja. Werde ich mir mal reinziehen, auf jeden Fall. Schönes Anime, denke ich mal. Also einige von euch haben ja schon gesagt, das wäre gut. Man of Steel. Ja. Der Herr Maniac Urbanek drängt mich ja die ganze Zeit, mir den anzuschauen. Dann ein spielbasiertes Manga-Dingsbums.
Devil May Cry. Hm. Und ein Dead Alive. Sehr cool. Also Brain Dead in Deutschland. Das steht jetzt freigegeben ab 16 Jahren. Und jugendfreie Fassung. Ich hoffe mal, der ist ungekürzt. Ne? Weil diese 80 Minuten, die schrecken mich schon wieder ein bisschen ab. Aber da steht jugendfreie Fassung, also müsste der... Aber das ist schon eine Fassung, die... Weil hier steht, der neue seeländische Regisseur Peter Jackson wurde von seinem Erfolg mit Der Herr der Ringe. Also es ist auf jeden Fall ein Print nach... Könnte eventuell ungeschnitten sein. Hier, schaut mal, der Robert. Hier. Der Robert. Du weißt, wie ich meine, ne? Ja, Robert Suss. Ja. Ja, wie gesagt, und es Madden. Und dann habe ich mir noch einen kleinen Fernseher gekauft. Weil ich wollte, ich suche ja schon länger einen etwas kleineren. Heb den mal hoch. Sag mal, wie klein der ist. Dreh ihn mal. Ja, also schön. Das hatte der Kollege, der mir verkauft hat, hatte den im Campingbus. Also das Kabel habe ich mir noch dazu gekauft für 1 Euro. Und den Fernseher selber für 6 Euro. Also ich habe ihm seine Kippen damit finanziert. Dann kann nämlich der... Weil der, ich denke mal, der hat auf jeden Fall eine angenehme Größe noch zum Zocken. Er ist nicht zu klein, aber insgesamt ist er kleiner wie der andere. Und da habe ich ein bisschen mehr Platz auf meinem Schreibtisch. Ja. So, ich hoffe, euch hat es heute auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, für uns zwei war schon... Ja, du hast ja die schöne N64. Ja. Ich habe zwar nichts, aber... Du musst dir unbedingt einen Zelt aufbauen, Alter. Ja. Du musst vor uns da. Der war doch vor uns da und hat nichts gefunden. Ja. kannst du die in meine Weed-Tasche tun, bitte? Da? Alle? Ja. Hey, Jungs, so, hier hat jeder seine Aufgaben. Ich fahre die jetzt zum Bus oder wie auch immer. Und wir gehen dann jetzt zu mir und dann wird das Gewinnspiel aufgelöst. Leute, bis gleich. Michael! Oh ja! Shit, sind wir bekloppt. Josen Leute, willkommen zurück in meine Kammer des Schreckens. Und freut mich, dass ihr dran geblieben seid. Gleich kommen wir zum Gewinnspiel. 7 von euch haben richtig geraten, wer mein Favorite Character ist. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Vorhin habt ihr schon, wenn ihr... nicht gleich zum Gewinnspiel geskippt seid, habt ihr ja mitbekommen, wer es ist. Und wer geskippt hat, der muss jetzt halt eben warten. Oder weiter skippen. Ne? Also ganz umsonst gibt's hier nichts bei mir. Spaß. Ich habe einen kleinen Tausch gehabt mit dem Patrick. Wir haben uns vorhin am Bahnhof getroffen. Er hat von mir die Pagan-Min-Figur von Battlefield 4 bekommen. Und von ihm habe ich bekommen... folgende Dinge, das sind jetzt erstmal Goodies, ja, also vielen Dank Patrick dafür, sau cooler Move. Und zwar für die Xbox Classic 5 James Bond Spiele, ja, ich zeig sie euch hier mal. Und vielleicht könnt ihr mir sagen, ob da ein Titel besonders gut ist, ein Must-Play sozusagen, würde mich freuen, denn dann würde ich das doch natürlich tun. Wobei das Cover von dem hier hat mir am besten getaugt bis jetzt. Das ist für mich das beste Cover gewesen. Dann hat er mir noch das hier eingepackt. Ein Bügelperlen SNES. Bügelperliges Ding. Sau cool. Kann man schön in den aufstellen. Die Anleitung zu Zombies. Zombies Ate My Neighbors. Und das kann ich jetzt komplettieren, denn das Spiel und die OVP habe ich. Sau cool. Und ein weiteres Game komplettiert. Anleitung und Spiel hatte ich. Street Fighter Alpha 2 für die SNES. Schon eingepackt in Folie, beziehungsweise die hat er mir mitgegeben auch. Sehr cool von ihm. Das einzige Manko hier oben hat einen Riss. Leider auch auf der Seite, auf die ich sie aufstellen werde. Aber man kann nicht alles haben und fürs Erste ist das auf jeden Fall in Ordnung. Und allgemein war der Tausch also wirklich super. Ja, vielen Dank, Patrick. Sehr cool von dir. So, dann geht's weiter. Ein Päckchen bekommen von Maman Peter aus Gräfenwald, stimmt das? Folgende Dinge hat er von mir bekommen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern in der letzten Folge die Comics, die ich gefunden habe. Davon habe ich ihm 3 oder 4 Stück geschickt.
Drei oder vier, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube aber vier. Vier Stück. Und dafür habe ich bekommen mit, also Anleitung und OVP zu Mega Man 3. Sau, sau cool. Zwei habe ich in OVP jetzt. Drei habe ich in OVP jetzt. Die OVP zu vier habe ich auf jeden Fall und die Anleitung. Fehlt natürlich nur das Spiel und die ganzen anderen Teile. Aber vielen Dank. Sau cool. Ein weiterer Schritt zur Completion der Mega Man-Reihe. Ist zwar ein hartes Stück Arbeit, aber es ist machbar. Wobei ist das nicht, ist nicht ein oder zwei Teile weg, sind die nicht wirklich ultra teuer? Nein. Egal, Peter, my man, vielen Dank. Jetzt habe ich in die falsche Kamera geguckt. Vielen Dank, ist auch cool von dir. Weiter geht's. Dann habe ich mir ein paar Schutzhüllen bestellt. Ja, die Dinger hier. Von my man Tom von Video Game Empire. Da blendet man das schöne Logo nochmal ein. Video Game Empire. Ja, unbedingt abchecken. Das sind das Coole an dem Kollegen und seine Mitarbeiter. Das sind nicht nur Leute, die einen Gameladen haben und Games verkaufen. Das sind Zocker. Ja, und das merkt man auch bei den Preisen auf jeden Fall. Und wie gesagt, er hat von mir ein paar Crap-Titel von A nach B bekommen und hat mir einen wirklich guten Deal gemacht. Und hat mir einen Haufen, ich glaube, er hat mir sogar mehr eingepackt, als ausgemacht war. Lieber Tom, vielen Dank dafür. Sau cool von dir. Und wie gesagt, demnächst kommen wir mal vorbei und machen mal ein Special in deinem Laden, wenn wir dürfen. Aber er hat schon das Ja-Wort gegeben. Egal. So, nächster Tausch mit my man Andy K. aus meiner Gegend Heidelberg, also er kommt auch unweit von meinem alten Wohnort, ja. Und von mir hat er bekommen die OVP zu Judge Dredd für die SNES. Anleitung war auch drin. Ein NES-Pad und das lose Modul für Marble Madness für die NES. So, jetzt schaue ich gerade mal. Genau. So, was habe ich von ihm bekommen? Ich zeige euch erstmal die Goodies. Er hat mir ein paar schöne Goodies eingepackt. Und wie immer, super, super geil. Paketband. Andi, sehr cool. Paketband, du weißt, kann man immer gebrauchen. Wo tue ich das hin jetzt? Das hier ist ein Goodie von ihm. The Living and the Dead. Auf Blu-ray. Sagt mir jetzt gar nichts. Ja, vielleicht kennt ihn jemand und kann ihn mir empfehlen. Ob es sich lohnt, ihn sich mal anzuschauen oder nicht. Aber ist halt schon, ich sehe schon so die Schrift hier schon geklaut von Night of the Living Dead, so, ja. Ja. Ja, die versuchen sich alle in dem Licht zu baden, ja. Aber Dankeschön, Andi. Es gibt ja auch mal Perlen. So, dann hat er mir ein Gameboy-Kammerspiel. Gameboy-Color-Spiel. Hamta irgendwas? Kenne ich nicht. Ist auch das Label mitgenommen. Dankeschön. Und seinen liebsten Crap. Kim Possible. Ich glaube, ich auch schon 100 Mal gehabt jetzt. Das verfolgt mich, Kim Possible. Und Barbie 12 Dancing Princesses. Ja, ja, meine softe Ader für Barbie. Vielen Dank, Andi. So cool. So, dann kommen wir zu den zwei ausgemachten Dingen. Und das war einmal für die SNES Snake Rattle and Roll. Wie soll ich das erklären, das Spiel? Man ist eine Schlange, auf jeden Fall. Und es ist auch sehr cool animiert. Ja, und man ist da sehr, sehr flott unterwegs und frisst sich halt im Level durch Gegner und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein sehr schöner Titel. Und eine DVD, die er sehr, sehr günstig auf dem Flohmarkt geschossen hat, die ich unbedingt wollte. Ja, nicht nur, weil, also was heißt nicht nur, aber die ist einiges wert. Ich war erschrocken, als ich das gesehen habe, für wie viel die auf eBay geht. Also das fängt bei 30, 40 Euro an. Ja, und 50 habe ich auch schon, 60, also schwankt ultra, aber bei 30 Euro fängt das an. Und zwar Star Wars Ewoks, Karawane der Tapferen und Kampf um Endor.
Und ich kann mich auf jeden Fall an den Kampf um Endor mich erinnern. Ein super, super geiler Film. Ja. Das war die Zeit, da kamen Filme wie Willow raus und man hat schon so diese ganzen Fantasy-Dinger. Und ich kann wetten, Willow war das auch George Lucas? Ich war mir nicht sicher, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass, also ich zumindest, dass sie Ähnlichkeiten haben in der Art und Weise, wie sie gedreht wurden und so weiter. Karawane der Tapferen sagt mir leider nichts, aber was heißt leider? Umso geiler, dann kann ich mir den mal reinziehen und mal neuen Star Wars Stuff, den ich schon nicht gesehen habe. Also, Andi, vielen, vielen Dank. Ich glaube, der Tausch, da sind noch, ich glaube, ein Zehner oder was ist noch offen, hat er gesagt. Habe ich gemeint, absolut kein Problem. Wenn ich was finde auf dem Flohmarkt, was du haben willst, dann schicke ich dir das. Glaube ich zumindest, dass wir da so verblieben sind. Also, Andi, vielen, vielen Dank. Hammerhart. Sau cool. Endlich habe ich den Film wieder. Hat ihn als Kind immer. Ich hatte den auch mal auf DVD gehabt, allerdings nur, also nicht im Double Feature, sondern nur mit Kampf um Endor. Aber jetzt im Double Feature, sau cool. So, Leute, wir kommen zum Gewinnspiel. Und zu gewinnen gibt es, wie gesagt, einmal, warte, ich mach das mal größer hier, einmal das Avengers, das Avenger Comic Heldenfall. Hier, die Kim Possible, die macht wieder nichts Possible, die macht alles kaputt hier. Avengers Heldenfall. Dann Superstars of Wrestling für den Game Boy. Danke nochmal an den Georg, der das quasi bereitgestellt hat. Und die NTSC-Version von Taifu. Bam. Ja. So, und wie gesagt, 7 Leute haben gewonnen. Ich habe euch alle hier drin. Und ich ziehe den ersten, den ich rausziehe, ist der Gewinner. Und ich ziehe noch 2 danach, falls der erste bzw. der zweite sich nicht meldet. Ja, dass wir hier Gewinner haben auf jeden Fall. So, ihr seid auf jeden Fall alle hier drin. Also kann man das... Ja. Müssten 7 oder 8 sein. Und ich ziehe jetzt mal. Wie gesagt, mein Lieblingscharakter Gandalf. Ja, wer es vorhin nicht gesehen hat. Einfach der Endlevel-Boss. Ja. Also wenn ich in der Herr-der-Ringe-Welt unterwegs wäre, ich hätte nichts dagegen, mit ihm unterwegs zu sein, ja. Macht auch, hey, Gandalf ein Ork, okay, pff. Ja, so auf die Art halt, sau cool, ja. Und hat immer guten Shit am Start. So, der Gewinner, der 2016 Audi TT, nein, Spaß, so. Der Gewinner ist... Huhu. Wer hätte es gedacht? Herzlichen Glückwunsch an den... Nintendo-Jäger. Ja. Hat auch einen Channel, ich werde ihn mal verlinken. Folgt mich, mein Freund. Ich gönn's dir auf jeden Fall. Nintendo-Jäger, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich melden wird. Aber ich ziehe jetzt trotzdem noch die anderen 2. So, falls er sich doch nicht meldet oder vielleicht keinen Bock hat auf den Gewinn, kann man ja auch nicht, kann ja auch sein, wer weiß. Aber dann hätte er nicht mitgemacht. So, zweitplatzierter CMT. CMT. Und dritt... Warte mal, da rein. Aber ich erkenne eh nichts. Drittplatzierter, falls der zweite sich nicht melden sollte, falls der erste sich nicht melden sollte, ist Lollix-Troffels. Lollix-Troffels. Ja. Leute, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Fand ich sehr cool. Hätte nicht gedacht, dass für so ein kleines Gewinnspiel auch so viele Leute mitmachen. Sorry, wenn ich die Comments noch nicht alle beantwortet habe. Das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Aber während ich Gewinnspiele laufen lasse, damit ich nicht 100.000 Dinger dazwischen sehe, die ich auch geschrieben habe, lasse ich es immer erstmal. Aber jetzt im Laufe des Abends werde ich mich um die Comments kümmern und euch allen zurückschreiben. Und ja, ansonsten, Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir kommen ja bald zum nächsten Gewinnspiel. Wir haben jetzt, bis eben habe ich geschaut, 590 Abos. Der Wahnsinn, hammerhart, crazy shit. Ja. Vielen, vielen Dank dafür und bei 600 Abonnenten gibt's wieder ein Gewinnspiel und da lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen für euch. Ja, ansonsten an dieser Stelle, Leute,
wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Stay safe da draußen. It's a crazy, fucked up, crazy shit fucking world, ja. Und zockt schön. Wir sehen uns. Euer Ree.